Ja, moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu meiner The Legend of Zelda Link's Awakening Let's Play Reihe. Dies ist meine erste von vielen Folgen auf dem Weg Zelda zu befreien. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei den zukünftigen Folgen auch mit einschalten werdet. Also Daumen hoch, Abo dalassen, damit ihr die zukünftigen Folgen nicht vergesst. Bevor ich jetzt gleich starte, ganz kurz zum Ablauf. Wenn ich hier und da mal nicht weiter weiß, mich verlaufe oder mir an irgendeinem Gegner die Zähne ausbeiße, werde ich das rausschneiden, damit ich das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehe und ihr euch nicht langweilt. Ich würde sagen, lang genug gelabert. Ich fange jetzt direkt mal an. Ich starte ein neues Spiel. Natürlich lasse ich den Namen Link. Und los geht's. So, wir werden von Marine begrüßt. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Das möchte ich übrigens vorwegnehmen. Ich werde nicht alles vorlesen. Ich bin nicht der beste Vorleser. Ich werde natürlich hier und da die Sprechblasen lassen, damit ihr selber lesen könnt. Und ich werde natürlich grob aufmerksam darauf machen, um was es sich handelt, beziehungsweise was als nächstes zu tun ist. Also, wir befinden uns auf jeden Fall auf der Insel Kokolind. Und mit Link ist natürlich alles in Ordnung. So, jetzt reden wir sie erstmal an, damit wir wissen, woran wir überhaupt sind. Oh, ich habe gar nicht die Dame angesprochen, das ist ja auch geil. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal nach Süden, da wo wir gefunden wurden. Da finden wir nämlich unser Schwert wieder, so viel Spoiler sei schon mal erlaubt. Und da wimmelt es natürlich so von Monstern. So, das ist der gute Tarin. Der gibt uns jetzt was ganz Tolles. Und zwar unser Schild. Das Schild können wir mit R vor uns halten, um uns vor Gegnern und Angriffen sozusagen zu schützen. Wir holen uns jetzt erstmal das Schwert und dann erkunden wir mal so ein bisschen das Dorf, denn hier gibt es so einiges zu finden, unter anderem auch ein paar Herzcontainer. Ich denke mal, dass die Insider unter euch sicherlich wissen, dass es hier mehrere Herzcontainer zu finden gibt. Ich zeige euch mal ganz grob das Menü. Wir haben hier das Schild, wir haben hier die Rüstung und hier in den Herzcontainer passen 4 Einzelteile. Wenn wir 4 Einzelteile finden, bekommen wir oben links zu unserer Energieleiste ein ganzes Herzteil dazu. Dann haben wir hier noch ein normales Inventar, wo verschiedene Sachen reinkommen und gleich rechts oben daneben unsere Rubinanzeige. Auf geht's zum Strand. Da könnte ich natürlich gerne in den Kommentaren auslassen, wie ihr das Remake von Link's Awakening findet. Wer nicht weiß, dass das ein Remake ist, das war glaube ich einer der ersten Teile, wenn nicht sogar der erste Teil überhaupt für einen Gameboy. Und also ich finde, optisch ist das Remake absolut gelungen. Und hier haben wir schon unser Schwert gefunden. Also, die Eule sagt uns, dass wir den Windfisch wecken müssen und aus dem Schlaf sozusagen holen. Sonst kommen wir nicht von dieser Insel runter. So, um erstmal voranzukommen, müssen wir nach Norden in den Zauberwald. Also wir haben jetzt erstmal das Schwert und wir erkunden jetzt erstmal so ein bisschen die Gegend, klappern Häuser ab, denn es gibt ein bisschen was zu entdecken. Und da legen wir doch direkt mal los. Jetzt können wir uns auch verteidigen. Kann man nicht aufheben. So, das Schild kann man hier erst rein benutzen, um solche Angriffe abzuwehren. Jetzt habe ich es mal einfach total versaut, auch nicht schlecht. Und das lohnt sich auch immer mal, die Büsche natürlich alle kaputt zu machen, weil da Herzen dahinter sein können oder Rubine. Und es kommen natürlich auch noch Items dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen, deswegen, bevor ich mich jetzt verquatsche, erzähle ich lieber nichts. Kann ich hier eigentlich? Ne, kann ich nicht. Okay. Wir gehen erstmal. Ich glaube, das ist die Bücherei. Oder? Ja, das ist die Bücherei. Die lassen wir erstmal außen vor. Wir springen jetzt hier erstmal in den Brunnen, den ihr hier seht.
Und was wir da finden, seht ihr jetzt. Da haben wir den ersten Herzcontainer. Ich versuche übrigens auch ein Video darüber zu machen, wo die ganzen versteckten Herzcontainer sind. Und ich zeige euch jetzt mal im Inventar, wie das aussieht. Ihr seht jetzt hier, ein Viertel des Herzcontainers ist voll. Ups. Na, das hatte ich jetzt nicht vor. Habe ich doch jetzt glatt den Fuchs eine reingebraten. Ich glaube, es lohnt sich erstmal in den Zauberwald zu gehen, denn wir brauchen noch ein paar Rubine. Hier gibt es nämlich noch ein paar Minispiele und ohne Rubine kommen wir nicht wirklich weit. Also verlegen wir das auf eine Runde später und gehen erstmal in den Wald. Wir werden natürlich wieder von der Eule begrüßt. Ich glaube, das passiert über das ganze Spiel verteilt. Hier sagt die Eule auf jeden Fall nochmal, ohne des Weckens des Windfisches kommen wir von der Insel sowieso nicht runter. Und hier müssen wir nach einem Schlüssel für den Wurmpalast suchen. Blauer Rubin bedeutet 5 Rubine mit einmal und grün natürlich ein, wer das bis jetzt noch nicht festgestellt hat. Und hier gibt es eine ganz wichtige Sache zu informieren. Ich spreche jetzt diesen Waschbären an. Der verschwindet gleich und dann ist der ganze Weg ein bisschen durcheinander. Und später müssen wir den wieder an dieser Stelle suchen. Ich habe gestern schon mal gespielt, deswegen kommt das erste Let's Play von mir erst heute. Bei mir ist dieser Waschbär hier nicht mehr aufgetaucht hinterher. Und deswegen muss ich das Spiel nochmal neu starten. Sollte das jemandem passieren, startet das Spiel einfach nochmal neu. Ich werde euch gleich, wenn ich da soweit bin, nochmal darauf hinweisen. Und da ist er weg. Dass er jetzt weg ist, ist natürlich erstmal normal. Und wenn wir den nachher wieder finden müssen, an derselben Stelle, war er bei mir nicht wieder da. Hier haben wir eine gute Fee, die können wir ansprechen, wenn unsere Herzen sich dem Ende nähern. Und die Kollegen, die müssen wir einfach nur ab... Ach nee, jetzt habe ich das gerafft. Das ist wie so ein Labyrinth, das war also mein Fehler. Ich sehe gerade links drüben, da steht er. Okay, dann Fehler vom Amt. Dann löscht einfach, was ich gerade gesagt habe. Ne, ich muss erstmal hier lang. Ne, doch nicht. Okay, ich muss hier unten lang. Aber gut zu wissen. Ups. Nee, stopp, das ist der Ausgang. Wieder verlaufen. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Einmal 50 Rubine bitte. Und wie ihr gesehen habt, stürzt hier der Boden ein, wenn man zu lange drauf steht. Also schön vorsichtig. Hier haben wir schon das nächste Herzteil. Hier kommen wir natürlich noch nicht ran. Ich glaube, hier kommen wir erst dran, wenn wir so eine Art Krafthandschuh finden. Hundertprozentig genau kann ich es nicht sagen. Ich habe den Gameboy-Teil zwar gespielt, aber es ist wirklich sehr, sehr lange her. So, diesen Pilz brauchen wir gleich für den sogenannten Waschbären, über den ich gerade erst gesprochen habe. Und wie gesagt, es lohnt sich immer, die Gräser wegzusäbeln,
Für die Rubine. Ach, ich habe mich schon vermacht. An der Stelle ist eigentlich schon wie so eine Art kleines Rätsel, dass man die Steine in die richtige Richtung verschiebt, sonst kommt man hier nicht mehr raus. Zack. Und hier gibt es eine Schutzeiche. Die Schutzeiche bewirkt, dass wir, ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie lange es genau hält, aber es hält einige Sekunden, erleiden wir weniger Schaden. Und hier haben wir schon, ups, das Gegenstück für mehr Power. Teil der Macht, genau so nennt sich das. Und da können wir die Gegner schneller runterschlagen. Da reicht zumindest bei den ersten Gegnern, bei denen hier ein Schlag und schon sind die drauf. Und man läuft schneller, was auch eine feine Sache ist. Nächster Herzcontainer hier oben, kommen wir auch noch nicht ran. Und hier kommen wir zu der netten Dame. Den Pilz braucht die junge Frau nämlich, um ein Puder zu herzustellen. Ja. Hier können wir das schon mal ausprobieren. Ich glaube, was wir hier machen können. Okay. Das muss ich gleich testen. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Wir können das jetzt auf X oder Y ausrüsten, als Shortcut sozusagen. Moment, geh mal weg, du kleine Ratte. Ich muss mal was testen, ja. Okay, das passiert hier nicht, weil ich habe mal irgendwas gehört von Flammen und dem Puder, dass man da irgendwas machen kann. Aber das hat ja scheinbar nicht funktioniert. Jetzt gehen wir zurück in den Zauberwald. Ich dachte, die spucken mit Kern, die abprallen. Komisch, da ist er wieder. Beim letzten Mal, wie gesagt, war er hier nicht. Ich bin eigentlich denselben Weg gelaufen. Ach, das ist auch nicht wichtig. So. So, da haben wir den Kollegen wieder, der uns das Schild gegeben hat. Okay, der erzählt dasselbe. Da erfahren wir jetzt nichts Neues. Und da haben wir den Schlüssel für den Wurmpalast. Okay, wir müssen im Wurmpalast nach einem Instrument suchen. Ich würde mal sagen, ich muss wahrscheinlich einen Endboss besiegen und dann kommt das besagte Instrument. Wir können jetzt hier übrigens auch ins Menü gehen. Wenn wir auf R drücken, kommen wir auf System. Nochmal R, kommen wir auf Karte. Und der Moment, jetzt muss ich erstmal rauskriegen, wie man hier zoomt. Okay. Und hier ist der Wurmpalast. Da kann man sich so eine Art Merker hinsetzen, ein Herz oder so. Und dann sieht man das schneller, wenn man auf der Karte sich bewegt. Moment, jetzt muss ich nochmal was testen. Karte. Infos ausblenden. Das finde ich halt ein bisschen schade. Was ich cool finden würde, wenn man sich die Karte durchsichtig über dieses Spiel hier so legen könnte. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. So, jetzt gehen wir aus dem Dorf, aus dem Dorf Käse, ins Dorf möchte ich ja. Jetzt gehen wir aus dem Wald raus und erkunden das erste Mal. Jetzt haben wir nämlich auch genug Rubine und zwar genau 92 an der Zahl. Das sollte reichen, um erstmal ein paar Herzcontainer zusammenzukratzen.
Wir können auf jeden Fall hier als erstes schon mal eine Runde angeln gehen. Ich drücke jetzt hier mal Start. Ich empfehle jedem, immer extra einmal zu speichern. Einfach zur Sicherheit. Es gibt hier einen automatischen Speicher und einen Speicher, den man sich manuell aussuchen kann. Also immer mal manuell speichern. Das kann nicht verkehrt sein. So. Oh, hier sind gleich zwei Grüne. Okay, ich versuche jetzt mal so einen grünen. Oh, verdrückt. Mal gucken. Die Grünen sind nämlich sehr, sehr schwer zu fangen. Das habe ich nämlich gestern schon versucht. Aber der ist nicht hängen geblieben. Na, der ist ein bisschen einfacher, eventuell. Ah, okay. Komm, 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 dich kriege ich. Nein, das hat wohl nicht geklappt. Wir versuchen es erstmal mit so einem leichten Fisch. Jetzt geht es eigentlich erstmal nur darum, einen Herzcontainer zu bekommen. Da haben wir ihn. 13 Rubine kriegen wir gleich noch zurück. Da haben wir schon mal das Geld wieder drin, was wir ausgegeben haben. Läuft doch. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe zweimal die Angel ausgeworfen. Okay. Beenden wir das und haben schon das nächste Herzteil. Das Erste wollte ich gerade sagen, wir haben ja schon eins gefunden. So, da haben wir ein halbes voll. Schauen wir mal, was wir hier noch zusammenkriegen. In dem Haus war ich zum Beispiel noch gar nicht. Zumindest nicht gestern. Das ist ja putzig. Warum kann das Tier reden? Die Hunde sind übrigens aus Super Mario. Ich nehme mal an, dass die meisten von euch das definitiv wissen. Gehen wir mal hier rein. Ja, okay. Gehen wir erstmal weiter. Ich suche jetzt nur die interessantesten Orte auf. Okay. Hier auch noch nicht. Mit dem können wir telefonieren. Das weiß ich auch schon. Und zwar aus diesem Haus, aber das braucht man jetzt noch nicht. Ah, hier wollte ich hin. Hier gibt es das nächste Herzteil. Das ist so eine Art Minispiel. Und da können wir nämlich eine Yoshi-Puppe, ein Herzcontainer und 50 Rubine. Und falls uns das Schild mal flöten geht, was scheinbar in dem Spiel möglich ist, können wir uns das hier wiederholen. Ein Spiel, 10 Rubine. Und hier ist ganz wichtig zu wissen, wenn ihr anfangt zu spielen, ihr könnt nur einmal, ihr müsst auf A und auf X könnt ihr steuern. Mit A geht's nach rechts, ihr müsst gedrückt halten. Sobald ihr loslasst, könnt ihr nicht nochmal nach rechts korrigieren und nach oben mit X genauso. Wir holen uns jetzt erst einmal das Herzteil. Und das erinnert mich mega auf meine Jahrmarkt-Kinderzeit, wenn man an so einem, ihr kennt sicherlich die Automaten mit diesen Kuscheltieren. Und dann hast du dich gefreut, dass du so ein Ding gezogen hast, nachdem du zig Euros reingesteckt hast. Und was ist passiert? Kurz bevor es rausgeworfen wird, fällt es aus dem Haken. So, dann können wir gleich nochmal. Jetzt holen wir uns den Yoshi. Der hat nämlich auch eine Funktion. Da passiert sogar, was ich gesagt habe. Na, das ist ja verrückt.
Jetzt aber, jetzt bin ich auch perfekt drüber. Na, das sieht. Oh, der wird nicht rausfallen. Er fällt wieder raus, du glaubst es nicht. Das ist aber frech. Das ist ja Geldschneiderei hier. Wie auf dem Jahrmarkt. Noch ein Spiel. Aber wenn es jetzt nicht klappt, na, dann fresse ich einen Besen. Ich habe gestern tatsächlich mein erstes Let's Play aufgenommen, was ja ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Da habe ich alle drei Sachen mit, also nacheinander ohne Probleme, geangelt. So, jetzt holen wir uns noch den 50er Rubin und dann haben wir ja grob unseren Verlust wieder drinne. Das könnte nach hinten losgehen. Das sieht gar nicht so blöd aus. Nicht so wackeln, nicht so wackeln. Nein! Das glaubst du doch nicht. Ja, okay. Es ist nicht so, dass ich ehrgeizig bin, aber die 50 Rubine sind jetzt nicht so wichtig. So, die Yoshi-Puppe können wir nämlich jetzt schon. Ach, da geht's schon los. Du hast die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Alles klar. Hier bekommen wir auch schon den Hinweis, dass wir mit der Yoshi-Puppe was anfangen können. Oh. Eine Muschel, eine Zaubermuschel. Bei der Muschel, natürlich. Bei der Zaubermuschel weiß ich allerdings noch nicht, was man mit der anstellen kann. Hübsche Muschel, die auf der ganzen Insel gefunden werden kann. Okay, wir müssen wahrscheinlich eine bestimmte Menge finden, um irgendwas Tolles damit anfangen zu können. So, jetzt müssen wir uns mal auf den Weg. Und ich glaube, das war hier in dem Haus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ah ja, genau, hier sind wir schon richtig. Genau, dieses kleine Baby möchte diese Yoshi-Puppe haben. Und wir bekommen eine wunderschöne Schleife dafür. Was man allerdings jetzt mit der Schleife machen kann, weiß ich aktuell noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf dem Weg immer mal ein paar Hinweise kriegen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Wurmpalast. Ich schaue jetzt einfach nochmal auf die Karte, spaßeshalber, einfach mal so grob den Weg. Ah, okay, wir müssen hier außen rum und dann einfach so nach rechts. Alles klar. Was ich auf jeden Fall auch vorhabe für die Leute, die es interessiert, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so interessiert, wie ich das vorhabe. Also ich mache immer ein Let's Play, so um die 15 bis 20 Minuten ist ungefähr mein Ziel, damit das nicht zu lang geht. Und inhaltlich kommt auch immer so ein Dungeon dazu, also quasi so ein Bosskampf-Arena nenne ich das jetzt mal, also so eine Palast, so eine Paläste. Jetzt hat mir das Wort gefehlt. Und die Paläste würde ich aber auch nochmal einzeln hochladen, dass man wirklich sich einmal das Let's Play bis dahin inklusive Palast reinziehen kann. Und dann einmal, wenn man Lust hat, nur den Palast, falls einem das nur interessiert, dass man das kurz und knapp als Video nochmal sieht. Dann muss man sich nicht durch das ganze Let's Play suchen, bis man dann endlich, ja, sieht, wie der Palast funktioniert, falls man nicht weiterkommt. Okay, hier habe ich mich schon verlaufen. Auch geil. Ach, na okay, jetzt habe ich aber völlig gepennt. Naja, ich habe es ja nicht eilig. Wir können ja immer noch ein bisschen gucken, was hier noch Schönes gibt. Was hat der Schönes? Bananenhimmel. Der Erwin. Okay. Naja, vielleicht finde ich irgendwann mal eine alte Zahnbürste. Es könnte sein, dass das mit dem Yoshi, mit der Schleife und so weiter so eine Art ewiges Tauschgeschäft wird und immer mal wieder kriegen wir ein anderes Item dafür, was wir woanders eintauschen müssen. Das ist eigentlich eine geile Sache. Okay, das geht nicht kaputt. Ups.
Okay, hier ist der Wurmpalast. Hier machen wir natürlich ein Quick Save. Einmal speichern. Ich nehme einfach mal eine zweite Datei. Ich bin immer noch so überwältigt von der Optik, das sieht so geil aus. Okay. Wiedersehen. Okay. Haben wir doch schon den ersten Schlüssel gefunden. Passt natürlich fast in jedes Schloss. Und es gibt, glaube ich, also so wie ich das aus Zelda-Teilen kenne, immer ein Major-Schloss oder ein Major-Schlüssel, sagen wir es mal so, der dann nur für die letzte Tür passt. Und dann mit dem Kompass. Okay. Aber brauchen wir nur noch eine Karte, würde ich mal sagen, oder? Gehen wir mal hier rüber. Okay, also wir sehen hier ganz viele Truhen. Der Wurmpalast scheint nur eine Etage zu haben. So kenne ich das zumindest. Sonst würden wir ganz rechts neben dem Cursor, ich komme da jetzt gar nicht drauf, würden wir wahrscheinlich mehrere Etagen sehen. Und hier sehen wir schon den Boss. Also für alle, die wirklich bei Zelda neu sind, erkläre ich das gerne ganz kurz. Einfach so ein bisschen. Wir müssen jetzt quasi noch eine Karte für diese Dungeon finden und dann kennen wir auch die ganzen Wege. Jetzt will ich nur mal gucken. Moment. Okay, oder hier? Nee, da passiert nichts. Moment, der Kompass zeigt. Okay, der Kompass zeigt dann sozusagen, wo wir auf der Karte uns befinden. Das macht natürlich Sinn. So, alles klar. Chuck Norris ist auf dem Weg. Oh, eine Truhe. Ah, okay, die Gegner kann man nur töten, wenn man sie in den Abgrund stürzt. Nächster Schlüssel. Eigentlich so gut wie in jedem Zelda-Teil so, dass man erstmal alle Gegner in einem Bereich töten muss und dann erscheint irgendwo eine Kiste. Da ist die Map. Sehr schön. Gucken wir auch gleich mal drauf. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier ein. Ach, es gibt einen Shortcut. Okay, wenn ihr auf die Minus-Taste drückt, kommt ihr auf die Karte, dann müsst ihr nicht erst auf Plus und durch das Inventar euch zappen. Ja. Drückt einfach auf Minus, seid ihr gleich auf der Karte. Und hier seht ihr jetzt komplett, wie groß ist das Dungeon, wie sind die Wege, wo sind die nächsten Türen, damit ihr wisst, wo ihr lang müsst, falls ihr euch mal verlauft. So. Ah, oh, geil. Moment, jetzt muss ich mal auf der Karte gucken. Hätte man das erkannt? Das sehe ich natürlich jetzt nicht mehr. Ach so, übrigens, Drehschlag muss ich sicherlich nicht erklären. Ach, der Kompass zeigt uns die Richtung des Endgegners. Okay. Nee, ich glaube. Zoomen wir mal ran. Okay. Wenn wir uns da dagegen lehnen, geht garantiert. Ist das nochmal so eine Drehtür wahrscheinlich. Ich gebe natürlich logischerweise erst dann Ruhe, wenn ich alle Truhen geöffnet habe, das ist klar. Das sind bestimmt. Oh, 20 Rubine, okay. Rot war 20, genau. Na, das war ja klar, dass das nicht kaputt geht. Ah, okay. Der Schlüssel sah jetzt aber größer aus, als ich dachte. Moment. Nein! Und das war jetzt aber sehr schlau von mir. Wir wollen ja nicht sterben. Ich
will erst mal gucken, ob ich alle Gegner töten muss. Weil ja dann meistens immer noch mal was erscheint. Okay, hier erscheint jetzt nichts. Zwei Schlüssel haben wir noch. Gehen wir erstmal hier rechts. Oder rechts geht's zum Endboss. Nee, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Okay, den Weg merken wir uns. Das war bitter nötig. Das Gute ist, wenn man mal keine Herzen mehr hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch ein Herz von einem Gegner bekommt, wenn man es besiegt. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal einen Schnabel finden. Da geht es nicht lang, okay. Gehen wir nochmal zurück. Lass mich verarschen. Kommst du her? Hier war ich aber schon. Muss ich mal gucken. Okay, okay, okay. Gehen wir hier nochmal rein. Komm ich da nicht rein? Okay, na dann muss ich ja wohl oder übel erstmal Richtung Endboss. Dann geht's ja gar nicht anders. Nein, das war falsch. Ah, verdammt. Und gerade so. Okay, relativ simples Rätsel. So, hoffen wir, dass da jetzt der Schnabel drin ist. Da ist er. Stachis musste erst mit dem Schild abwehren. Das war's. Mehr erzählst du mir nicht? Ah, okay. Den Schnabel kann man wieder abnehmen. Ich dachte, der ist jetzt nur für einmal Benutzung. Das ist er nicht. Jetzt können wir zu der Eule zurückgehen. Bei der wir gerade nicht weitergekommen sind. Na, das ist frech von dir. Oh. Ach. Stachis, damit meint er garantiert diese Stachelviecher, die man am Anfang findet, wo man das Schwert holt. Denke ich mal. Okay. Ah, öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Okay, war fast klar, dass es gleich der erste Block ist. Ach, das sind die Stachis, die der meint. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Teil der Macht. Chuck Norris Power. Und ein kleiner Keller. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Okay, ne, das hat man ja gerade schon, das Thema. Ah, wie geil ist das denn? Kleine Goombas. Kennt ihr auch sicherlich vom Super Mario. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. Okay.
Das ist ja cool. Kann man drauf springen hier. Zack. Das ist ja richtig stark gemacht. Okay. Okay, die kann man auch mit dem Schild abwehren. Eine Feder. Du hast die Greifenfeder erhalten. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Okay, stopp. Auf Y. Ah, jetzt kann ich springen. Nein. Oh, ich dachte, ich kann mich noch. Ah, verstehe. Das ist schön. Jetzt wissen wir natürlich, wie wir zum Endboss kommen. Einmal Minus. Wie viele? Ah, da drüben ist auf jeden Fall auch noch. Ein Raum haben wir noch, den müssen wir noch öffnen, bevor wir Richtung Endboss können. Und jetzt habe ich mich doch direkt verdrückt. Ich bin ja mal so begeistert von diesem Remake. Ach, na klar. Na klar, na klar. Einen Schlüssel haben wir noch übrig und ich weiß auch schon, wo ich den brauche. Oh, kann man sogar so drüber springen, muss man nicht erst warten. Stopp, was haben wir denn hier? Ist der eingetragen, der Raum? Okay, da brauchen wir bestimmt Bomben oder so. Ärgere mich doch mal nicht. Das haben sie cool gemacht, echt. Der Meisterschlüssel oder großer Schlüssel. Jetzt ist aber die Frage. Ich glaube, ich finde hier noch keine Bomben und ich werde mich jetzt auch sicherlich nicht auf die Suche danach begeben. Macht ja keinen Sinn. Ich war ja überall. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier erst reinkomme, wenn ich dann Bomben gefunden habe. Also sollte man sich natürlich bei sowas immer merken, wenn man so ein Geheimnis findet, was man jetzt noch nicht lösen kann, dass man das später nicht vergisst. Ich mag dich irgendwie nicht, du dummes Skelett. Das hätte ich gut gebrauchen können. Und ich glaube, jetzt sterbe ich gleich das erste Mal. Oh, na toll. Ach, und da ist es passiert. Okay, naja, das muss ja auch mal passieren. Erneut versuchen. Gut. Oben links sehen wir natürlich, dass wir den Wurmpalast schon so weit durchforstet haben, dass wir den großen Schlüssel haben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wieder bis dahin laufen. Und freuen uns. Das ist doch heldenhaft. Okay, Angriff ist die beste Verteidigung. Und eine Fee. Du kommst schön her. Was bedeutet das? Okay. Was ist das? Moment. Ist eine Erklärung? Ach, das ist eine Art Portal, würde ich sagen, oder? Ja, drinnen stehen bleiben und dann wird man an den Eingang teleportiert. Na, das ist ja interessant. Okay. Da muss man quasi nicht die ganze Dungeon nochmal durchqueren. Wenn man kurz vorm Endboss ist, dann kann man quasi noch ein bisschen was suchen. Wenn ich den jetzt nicht gleich schaffe, weil ich vielleicht noch zu schwach bin, kann man dann später einfach nochmal dahin. So, was haben wir hier Schönes? Gehen wir nochmal in den Keller. Ah, ja.
Fallen die runter? Nee. Ach, hier gibt es nochmal Herzen. Okay. Okay, okay, okay. Das war jetzt aber, knapp. Meine Fresse. So, erster Endboss. Moldorm. Da ist der gute Kollege. Okay. Ja, was zu tun ist, ist, denke ich, leicht zu erkennen. Okay. Ich habe aber echt... Okay, viermal treffen. Auch wenn es knapp war, erster Endboss geschafft. Und für jeden Endboss gibt es natürlich einen kompletten Herzcontainer. Sehr schön. Und? Ist das eine Geige oder ein Cello? Ich kann es nicht erkennen. Eine Muschelgeige, alles klar. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Ja, das war schon die allererste Let's Play-Folge von meiner Let's Play-Reihe Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der ersten Folge. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder allgemein Fragen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Einen Daumen und ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ich werde euch jetzt hier eine Playliste verlinken. Da könnt ihr alle weiteren Folgen oder vergangene Folgen, dies ist nun die erste, also in der zweiten Folge könnt ihr natürlich dann auch vergangene Folgen anwählen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.